Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Miss Survival hier auf meinem Kanal. Willkommen beim Urlaubs-Let's Play, beim Urlaubs-Kurz-Let's Play. Ja, kurze Folgen wollten wir machen, hatte er gesagt. 15 bis maximal 30 Minuten, hatte er gesagt. Ja, die letzte Folge war dann doch wieder so an die 40 Minuten. Es tut mir leid, aber wenn man einmal dran ist, es ist einfach verdammt nochmal so schwer, da plötzlich mal einen Cut zu ziehen. Aber ich hoffe, ich werde jetzt die nächsten Folgen mich ein bisschen dran halten, so die 30 Minuten Folgen einzuhalten. Dafür habe ich auch schon die Schmiede ein bisschen geplündert und habe mir das Material schon mal rausgeholt. Da können wir uns jetzt eine Spitzhacke bauen. Das wollen wir mal eben kurz tun. Eine Spitzhacke, dann können wir nämlich dann auch mal in die Mine ein bisschen Eisen abbauen für unseren Craft. Für unseren Crafting Sledgehammer. Da haben wir ihn schon. Perfekt, da ist er schon. Unsere schöne Spitzhacke. Wunderbar. Da ist sie schon. So, pardon. Und der Wagen ist wieder respawned. Nach jedem Mal Neuladen kommt der Wagen mit dem Wohnwagen zurück. Die können wir uns theoretisch auch wieder auseinandernehmen, denn wir brauchen noch ein bisschen Material. Aber wir können jetzt erst einmal unsere Repair Bench zusammenbauen. So, jetzt haben wir sie auch. Siehst du mal. Es wird doch langsam. Es wird doch ganz gut hier, finde ich. Es ist gar nicht mal so verkehrt. Diese Basis, die gefällt mir ganz gut. Auch hier innen drin, ne? Die Kochstelle. Wie gesagt, wir brauchen noch einiges an Zahnrädern. Und wir müssen dann natürlich noch einige Metal Scraps und Components sammeln. Wir wollten ja sowieso in dieser Folge ein bisschen sammeln gehen, ein paar Vorräte sammeln. Und deshalb machen wir das mal. Was ist das hier? Das ist irgendwie, ja, das Fenster ist doch nicht so ganz heile. Vielleicht machen wir bei Gelegenheit, wenn wir mal ein bisschen mehr Holz und Nägel über haben, machen wir vielleicht mal das Ding ja mal ein bisschen flotter. Da sieht es nicht mehr so unfertig aus. So, die Funkstation habe ich mir hier hingestellt. Passt irgendwie besser hier hin, wie mein Schlafgemach. Außerdem hier die Tür, wenn die auf und zu geht, ist das ein bisschen, ja, sieht ein bisschen komisch aus. Guck mal hier, wenn ich jetzt hier so mache, dann haut die da voll da rein und das ist besser, wenn es so ist, ne? Gut, wir haben Hunger und Durst. Ja, Hunger haben wir auf jeden Fall, wir müssen auf jeden Fall sammeln gehen. Deswegen werden wir jetzt mal ein bisschen uns aufmachen und werden mal ein bisschen looten. Denn mein Lieblingshobby ist Looten. Lieber looten statt bluten ist mein absolutes, ja, Mega-Motto. So, ich guck mal kurz auf die Uhr. Wir haben jetzt, okay, theoretisch, genau, wunderbar. Ungefähr eine halbe Stunde. Weiß ich ungefähr, wann ich stoppen muss. Ich hoffe, ich habe da in der Zeit eine Menge gesammelt. Wir fahren mal, Alter. Ich bin mir soffen. So. Wir brauchen einiges an Material. Vor allem Vorräte. Da sammeln wir auch ein paar Kisten ein für unser Auto, um wieder ein kleines Lootmobil aufzubauen, wo wir das Ganze dann auch hinpacken können. Den ganzen Loot. So. Gevatter Bär war wo? Da hinten ist er. Okay. Jetzt mal kurz diese Kiste mitnehmen. Hallo. Dankeschön. So, der Reifen liegt auch noch da. Den tun wir mal auf den Boden schmeißen. Den brauchen wir gerade nicht. Zack. Mörb. So, Handgranaten. Ja, das ist eine Sache. Die brauchen wir eigentlich nicht. Aber wir nehmen sie trotzdem mit. Wir nehmen sie trotzdem mit. Hallo. Darf ich mal bitte die Kiste mitnehmen? Dankeschön. Wo ist mein Wagen? Da ist mein Wagen. Hauptsache Gevatter Bär lässt mich jetzt mal kurz in Ruhe. So. Zack. Da haben wir sie. Gut. Wunderbar. Haben auch schon ein bisschen was für Loot. Wir können ja auch theoretisch auch das Motel mal eben kurz ausplündern, oder? Na komm. Plündern wir mal kurz das Motel aus. Da sollten auch ein paar Gegenstände drin sein. Die Zombies lasse ich mal. Ich gehe nur in die anderen Türen rein. Und mal gucken, was da so drin ist. Wir wollten ja looten. Da war nichts, ne? Hier war. War da. Ist da eigentlich. Ne, da ist nichts, okay. Das hätte mich jetzt auch gewundert, weil ich bin jedes Mal dran vorbeigelaufen.
dieser Durchlauf hier, ich habe das Gefühl, hat irgendwie weniger Loot. Kommt mir so vor. Mir kommt vor, als wenn es hier weniger Loot gäbe diesmal. Ich bin gespannt, ob sie das bestätigen wird. So eine Wasserstation müssen wir uns noch auftanken. Wir müssen langsam ein bisschen Wasser selber machen. Dafür brauchen wir noch Eimer. Dafür müssen wir auch Components mitnehmen. Wir brauchen einiges an Components. Also zwei Eimer, würde ich sagen, nehmen wir mit, um immer schön genügend schmutziges Wasser zu sammeln. So, hier war ich ja letztes Mal schon mal drin, ne? Ich glaube, hier habe ich schon alles eingesammelt. Ich glaube, hier habe ich schon alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Außer natürlich die Munition, die habe ich natürlich vergessen. Und Batterien lassen wir mal. Oh, waren da zwei Batterien drin? Zwei Batterien, okay. So, was haben wir da dann? Hier ist nichts drin. Ich meine, ich wäre in der letzten Folge hier drin gewesen, ne? Irgendwann mal. Könnte mich natürlich auch irren. So. Ein bisschen Loot-Tour. Aber ich glaube. So. Es könnte ein bisschen weniger sein als sonst. Das könnte vielleicht auch ein Bug sein. Theoretisch ist es aber auch realistisch, ne? In der realen Welt wäre hier auch kaum noch irgendwas. Hier wäre einfach alles. Alles am Arsch. Alles schon geplündert. Da wäre hier kaum noch irgendwas zum Looten. Da ist auch nichts drin. Nichts drin, ne? Nee. David, bitte. Danke. Wir klettern aufs Bett und springen eine Runde rum. Weil wir es können. Ein Hemd, das ist gut. Ja, ich bin schon wach. Ich bin schon sehr wach. Hauptsache, wir kriegen Components. Und ein bisschen davon. Dann ziehen wir mal das Hemd an. So, dich nehmen wir auch mit. Wir kriegen aber eine Menge davon, ne? Aber ich hätte gerne ein paar mehr Dosen, ehrlich gesagt. Ein bisschen mehr Futter. Wir können theoretisch auch mal das mal eben kurz zu uns nehmen hier. Das gönnen wir uns mal. Als kleine Belohnung. Der Bär ist wieder da. Der besucht die Leute im Hotel. Das ist der Hausmeister. Der Hausmeisterbär. Das ist der Hausmeisterbär. So, ein weiteres Hemd. Und Streichhölzer. Es gibt irgendwie weniger Essen. Das macht mir ein bisschen Sorge. Aber wie gesagt, es ist realistisch. Normalerweise wäre auch sonst hier nichts mehr zu finden, großartig. War ich hier schon? Warum ist die Tür auf? War ich hier schon mal drin? Sieht fast so aus. Sieht fast so aus, wenn ich hier schon mal drin wäre. Ich sollte mir aufschreiben, wo ich war. Das hat sogar der Typ aus einem Lätschen gemacht. Der hat überall die Häuser markiert, wo er schon drin war. So, aber hier war ich schon mal drin, ne? Hundertprozentig. Da gehe ich nicht, jetzt nicht nochmal rein. So, gucken wir mal diese Seite. Die Tür sind noch weiterhin zu. Und diese Seite hier, so, da ist ein bisschen Kohle. Warum frisst ihr meine Kohlen? Feuerholz nehmen wir uns mal notfalls mit aufs Prinzip, weil wir Feuerholz eigentlich brauchen zum Feuer machen. Dann brauchen wir nicht selbst ran. Dann brauchen wir nicht selbst die Axt zu schwingen. Hier ist der Copy-and-Paste-Raum von unten. Der ist genau kopiert worden. Vom Inhalt her fast. Ja, das Motor ist aber irgendwie diesmal ein bisschen low. So, Tücher kann man immer gut gebrauchen diesmal. Wir nehmen sie mal mit. Kein einziges Döschen. Nicht einmal ein Höschen.
was ich durchschwitzen könnte. Okay, müssen wir mal zu... Oh nein. Oh nein, verdammte Axt. Okay, wir schlafen mal in diesem Raum hier. Eine Brechstange. Na gut. Die Koffer nehmen wir uns mal mit. Den können wir uns aufs Auto packen. Der Nebel kommt auch immer dann, wenn man ihn nicht braucht. Der kommt immer dann, wenn man ihn nicht braucht. So. Das nehme ich mir mal eben kurz. Hallo. Also irgendwie ist das Spiel im Augenblick echt buggy, oder? So leicht. Es hat so mal leichte Buggy-Momente. Da muss noch mal irgendwie ein bisschen was gefixt werden hier und da. Auch vom Gameplay her, meine ich. Kommt mir kommt nur so vor, oder ist das so? Könnte fast so sein, oder? So, das haben wir. Das ist so viel. Wir lassen das mal. So. Da habe ich einen besseren Überblick, weil ich schon an. Was ich hier schon gesammelt habe. So, dann übernachten wir mal eben kurz den Nebel weg. Mittags haben wir. So, Nebel ist noch nicht aktuell, der Nebel. Toll. Bitte. Ah, geht doch. Ah, Kinders. Komm schon. Das muss auch weg. Das muss auch dringend gefixt werden, diese verdammten Kopf. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, Alter. Oh. Es gibt so viele Aufregmomente in diesem Spiel. Ist auch nichts weg. Die einen aber auch irgendwie auch am Leben halten. Oh nein. Oh, muss dieses Arschloch da hinten stehen? Muss der jetzt da hinten stehen? Oh, ey. Ich muss Vorräte sammeln und die Folge. Ich darf nicht mehr so lange machen. Der Bär ist schuld. Wenn ich so lange Folge mache, der Bär ist schuld. Also, beschwert euch bitte beim Bär. Dann nutze ich mal eben kurz die Chance. Ich glaube, ich habe hier noch nicht richtig gelootet, oder? War ich hier schon mal? Ich habe hier glaube ich, noch nicht so richtig durchgelootet, glaube ich. War ich hier? Habe ich hier schon durchgelootet? Noch nicht so richtig. Noch nicht so das richtige Material, glaube ich, ne? Ich habe schon die normalen Dosen alles schon mitgenommen. Außer die natürlich. Wow. Doch, ich war ja schon. Natürlich war ich ja schon. Hier war auch nicht besonders viel an Futter. Also irgendwie ist mir das hier, ist dieser Durchlauf hier sehr... Vielleicht habe ich einen neuen Schwierigkeitsmodus hier aktiviert. Den Survival Plus Schwierigkeitsgrad. Wo noch weniger Loot vorhanden ist. Oh nein, Alter. Haust du ab. Hau ab. Hau doch ab. Ab. Ich will den Koffer mitnehmen. Ah, der verdammte Bär. Ich jag ihn mal ein bisschen weg. Hau ab. Mach, dass du wegkommst. Mach, dass du wegkommst. Gut, dass er noch ein bisschen Respekt vom Auto hat. Nein, er hat nicht Respekt vor mir. Nein, auf gar keinen Fall. Er hat Respekt vom Auto. Von mir kann man keinen Respekt haben. So, aber nun. Wir müssen noch zum Militärcamp. Ich hoffe, dass ich dann da ein paar Vorräte kriegen kann. Das wäre vielleicht nicht verkehrt, weil ich muss mir wieder ein bisschen was an Döschen... Ich hätte mir auch den Bären vielleicht mal schießen können. Wobei die Munition, die ich habe, ist noch ein bisschen ein Base. Auch das ist ein verdammter Scheißbug. Dass das hier plötzlich auftaucht. Mann! Mein Herz. Oh, ich vergesse immer wieder, dass sie hier im Augenblick alles so langsam. Hier baut sich alles. Nicht nur in der neuen Welt, hinter dem Tunnel. Ach Gott sei Dank. Nicht nur in der neuen Welt baut sich alles langsam auf. Auch nach dem Neuladen.
Auch hier in der alten Welt. Nach jedem Mal neu laden, braucht alles eine Zeit lang, die ganzen Häuser und alles. Also da muss der Entwickler nochmal richtig fixen. Das ist alles sehr schwammig. So, bleib stehen. So, ein Döschen haben wir gefunden. Ein Döschen haben wir. Habe ich? Ja, der bleibt drauf. Sehr gut. So. Da hinten ist noch einmal Dosengulasch auf dem Rücksitz. Den nehmen wir uns natürlich auch noch mit. Einmal Dosengulasch. Habe ich die schon genommen? Habe ich die schon genommen? Vielleicht schon. Ich bin sehr vergesslich. Ich bin sehr vergesslich. Es kann sein, dass ich das schon genommen habe, aber ich erinnere mich nicht. Ich glaube, der Nebel heutzutage, der macht mit meinem Gedanken eine Menge. Ich werde leicht senil durch diesen Nebel. Ich werde leicht senil durch den Nebel. Das macht mir Sorge. So, parken wir mal hier zwischen dem Bus. Und gucken wir mal, was wir hier so an schönen Döschen finden. Ich hoffe, wir finden welche. Ja, das sieht ja schon gut aus. Das sieht ja schon gut aus. So, da ist kein Benzin drin. Da ist auch eine Cola drin, die wieder abläuft. Ich verstehe nicht. Nee, komm, die Pillen nehmen wir mal mit. Wer weiß, was wir die Pillen brauchen irgendwann. So, dann werden wir mal das uns um das hier ehemalige Banditencamp kümmern. Es war mal eins. Es war mal ein Banditencamp, hat er aber rausgenommen. Er fand wahrscheinlich, dass das ein bisschen too much ist mit den Banditen. Da war er wahrscheinlich noch ein bisschen, ja, auf unserer Seite. Das war alles, bevor der neue Tunnel mit dem großen Tunnelcamp kam. Mit den unzähligen Banditen. Weil hier waren auch welche. Ganz am Anfang. Ach so, Munition. Das gefällt mir gut. Die Kiste können wir theoretisch auch mal runterschmeißen. Die können wir uns mal aufs Auto packen. Jetzt holen wir uns erstmal unsere M4. Die müsste theoretisch ja noch da drauf liegen. Da sehe ich sie schon. Meine neue Freundin. Hallo, mein Freund. Oder Freundin. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch an Material finden. Die Flasche da oben ist leer. Die nehme ich mir trotzdem mit. Vielleicht kann ich mal bei Gelegenheit in der nächsten Folge können wir uns mal Wasser holen. Und mal ein bisschen Wasser aufbereiten. Wir machen uns zwei Eimer, füllen diese. Ah, da ist schon ein nächstes Döschen. Das steht immer hier, ist ganz gut. Darauf ist Verlass. Auf die Do. Und ein Zahnrad hat es auch noch. Und noch Munition. Hallo, hallo. Auf dieses Camp ist Verlass. Auf dieses Camp ist Verlass. Ja. Mehr oder weniger. So, hier liegt genug Kohle rum. Hier könnten wir richtig reich werden. Hier können wir richtig reich werden, so viel Kohle wie hier rumliegt. Ein Rucksack. Ist natürlich nichts drin, komischerweise, ne? Da sind nur Slote drin. Da sind nur Slote drin. So, und das haben wir hier. Ein weiteres Zahnrad. Wie cool. Wir nähern uns schon unserer. Wir nähern uns unserer, unserem Generator. Wir brauchen hier einiges an Zahnrädern. Dafür hätte ich jetzt theoretisch auch den Wohnwagen am Motor mal eben kurz kaputt hauen können. Da wäre noch ein weiteres drin gewesen. Wenn die schon respawnen, dann kann man sie auch mitnehmen. Oh. Eine Zündkerze liegt hier. Hier liegt auch noch was anderes rum, ne? Mal Batterie, mal Zündkerze. Immer was anderes liegt da. Lassen wir mal das hier einfach so liegen. Das brauchen wir gerade nicht. Wenn wir einen brauchen, wenn wir Sachen wie diese brauchen, dann wissen wir ja, dass hier noch was rumliegt. Und Munition. Eine Pistole brauchen wir noch. Eine Pistole. Eine ganz normale Pistole. Aber vielleicht finden wir sie hier. Einen Helm haben wir schon. Ah, da haben wir. Eine Pistole. Ich sag ja. Eine ganz stinknormale Pistole. Den Helm bewahren wir uns auf. Weil die ja so schnell ja, verschwinden von Prozentpunkten. Was auch nicht sein kann, oder? Kann auch nicht sein, finde ich. So, Munition für unsere M4. Wir müssen ja sammeln, wenn wir unseren Freund im Tunnel
besuchen wollen, brauchen wir ordentlich Munition. Hallo, darf ich bitte? Hallo, darf ich bitte? Darf ich bitte? Hallo. Hallo. Ja, er will. Ah, leck mich doch am Arsch. Meinst du, sitzt hier stundenlang und versuche? Nö. Auch nicht fürs Let's Play. Auch nicht fürs Let's Play. Ah, guck mal, zwei Dosen. Halleluja, zwei Dosen. Zweimal Döschen. Für später mein Höschen. So. Okay, wir packen mal ein bisschen was ein, was wir nicht brauchen. Das ist unsere Waffe. Dann für den Überblick behalte ich das mal. Die netten, ja, Messer tun wir mal da 100% hin. So, ein bisschen Ordnung muss sein. Dann packen wir das mal direkt auf unser Auto. Hallo, darf ich bitte? Danke. Wir müssen wieder ordentlich laufen, das Zeug aufs Auto kriegen. Wir kriegen unser Lootmobil zusammen. Obwohl ich diese Schränke würde ich gerne in unsere Hütte stellen. Die würde ich gerne in unsere Hütte stellen. Die machen sich da ganz gut. So, was haben wir hier? Ja, Bandage. Dann schlägt man das schon mal da aufs Auto, bevor es dunkel wird. Machen wir aus dieser Folge unser Lootmobil zurecht. So. Mal kurz auf den Tacho gucken. Ja, geht von der Zeit noch. Von der Zeit, da sieht man noch gut dran. So. Und wieder zurück. Das Ding können wir auch schon ein bisschen näher ranschieben. Notfalls übernachten wir hier im Weißen Haus. Dann machen wir dann in die nächste Folge, starten wir dann von dort. Wir müssen nicht sofort nach Hause. Wir haben ja jetzt genug Stauraum. Benutzen wir die Gästehütte. So. Ah, das Spiel ist schon super. Das Spiel ist schon einfach. Es macht einfach Spaß. Und es ist einfach für jeden sein persönliches Meisterwerk. Ganz ehrlich. Für mich auf jeden Fall. Meine persönliche Meinung ist auf jeden Fall. Dafür, dass es nur ein kleines Entwicklerteam ist, ist es für mich wirklich ein Meisterwerk. Und wie gesagt, Geschmäcker sind ja verschieden. Jeder darf seine Meinung haben. Ist alles richtig so. Alles richtig so und alles so soll es auch sein. So, holen wir uns mal die beiden Schränke und dann haben wir schon wieder ein paar kleine Döschen. So, vielleicht können wir uns in der nächsten Folge mal einen Bären jagen. Das geht vielleicht auch. Damit wir in unserem kleinen Urlaubs-Let's Play alles mögliche mal gemacht haben und interessante Sachen gemacht haben, also die so zum Überleben dazugehören. Ich hoffe, ich unterhalte euch mit den Folgen. Ich hoffe, es macht Spaß, mir zuzugucken. In meinem Urlaubs-Let's Play. Wie gesagt, das mit dem Kurzfolgen, naja, ist so eine Sache, ne? Wie gesagt, das mit den 50 Minuten war halt nur gemeint für so Folgen wie Auto oder so, Autocraften. Das war die kürzeste Folge mit 20 Minuten oder so, 22 war es, glaube ich. Da habe ich gedacht, so, okay, bauen wir uns nur das Auto zusammen und beenden das Ganze. Ja, das war ein bisschen, ja. Ansonsten würde ich sagen, so ab 30 Minuten kann man machen. Und wenn man halt mal auf 40 landet, dann ist das auch so. Dann ist es halt auch so. So. Wir packen uns mal eben kurz diese Kiste. Stylisch auf dem Wagen. Stylisch, sagte ich. Den Koffer können wir uns eigentlich da dahinter packen, ne? Nicht so ganz, wie ich es haben möchte. Hallo, Kiste. Darf ich bitte? Kiste. Theoretisch kann ich auch die Kiste. Warte mal kurz. Zuerst die Kiste. Und dann den Koffer, oder? Aber nicht so. Aber nicht so. So. Na, wie wäre es, wenn du mal. Das ist auch ein Bug. So richtig. Ja, siehst du, jetzt geht's.
Aber im letzten Durchlauf hat er die irgendwie nie so richtig auf den Boden gestellt, auf dem Wagen. Da hat er die immer schweben lassen. Das war auch ein bisschen komisch. So, du kommst ein bisschen näher ran, bitte. Dafür muss ich mal eben kurz. Hallo, da bitte. Hallo. Danke. Du kommst ein bisschen näher gedreht, ein bisschen. So, ist ein bisschen schief, aber was soll's. So, du kommst jetzt noch damit hin. So. Ein bisschen Tetris spielen. Dim 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 dim. Juhu, es war schief, aber egal. Gut, mit Musik geht alles besser. Mit Musik geht alles auf jeden Fall besser. So. Sorry, tut mir leid. So. Okay, ja, mal gucken, was wir hier so an Loot geschenken bekommen. So, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker, ein bisschen Streichholz, ein bisschen Bandage. Ah, noch mehr, sehr gut. Gut, können wir viel pökeln. Na komm, den haben wir, den muss man mit. Genauso wie das. Ich habe Hunger, ne? Ich habe Hunger. Mal sehen, wann diese Tür hier aufgeht. Ich frage mich mal, wann. Vielleicht gibt es ja irgendwann einen Keller. Voller Infizierter. Könnte sein. So, wir rüsten uns für den dritten, vierten, fünften Weltkrieg. Wer weiß, welcher für diesen Mist hier verantwortlich war. Wir haben das Zeitgefühl verloren. So, wir packen mal ein bisschen Zeug hier rein. Da können wir uns das Dosengulasch eigentlich direkt gleich mal genehmigen. Zum Frühstück vielleicht, am nächsten Morgen. Das zusammen essen wir mal. So. Und dann können wir mal einen Bären jagen gehen in der nächsten Folge. Das können wir mal machen. Das können wir mal machen. So. Machen wir uns ein bisschen freier. Ein bisschen freier, bitte. Komm, scheiß Hund drauf. Wir sollten uns zwei Eimer jetzt locker leisten können. Sollten wir uns locker leisten können. So, zwei Stück an Zahnrädern. Gut, okay. Bisschen Zeit haben wir noch. Dann können wir nochmal kurz. Uah. Ja. Ja. Was machst du? So, mal einen Kuss nach oben. Weiteres Futter holen. Bevor es ein anderer tut. Einmal Dosengulasch. Und eine Dose Cola. Wir sind auf Vorratsjagd. Naja, wir werden wahrscheinlich wieder kurz über 30 landen werden bei der Folge. Aber egal. Machen wir hier gleich mal einen Cut. Dann können wir an der Stelle weitermachen. Da sind wir schon mal hier. Dann sind wir schon mal hier und. Oh, Achtung, Achtung, plopp, 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 Achtung, plopp, plopp, Achtung, da, plopp. Ach, dieser Bug, dieser Bug, dieser Reloading-Bug. Dankeschön für nichts. Dankeschön für nichts. Ah, so,
So, Freunde, hier machen wir mal einen Cut. In der nächsten Folge geht's weiter. Dann plündern wir mal das Camp und wir hier ein paar Häuser. Und dafür leeren wir uns nochmal kurz. Dafür leeren wir uns nochmal kurz ein bisschen. Das ist unser Frühstück. Das nehmen wir uns mit. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. In der nächsten Folge geht's weiter. Gerne mal einen Daumen nach oben da lassen oder am Abo. Würde mich sehr darüber freuen, damit wir weiter wachsen. Ja, würde mich sehr freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hier bei Mr. Weibel, meinen Urlaubs-Let's Play. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wie wir mit Loot beschert werden. Und ich bin gespannt, ob du dabei bist. Also, macht gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss.